So, hallo und herzlich willkommen zurück beim sechsten Part von Let's Play Super Mario Kart. Heute nehmen wir Luigi im Gold Cup das 100 Kubikzentimeter Modus. Wie ihr seht, den Star Cup habe ich schon freigeschaltet jetzt innerhalb der letzten Stunde. Und ja, es hat mich einiges an Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Aber ich habe mir vorgenommen, einfach mal selber so ein bisschen mich hier einzufahren, weil während man kommentiert, ist man doch ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal, in seinen fahrerischen Skills, gerade bei diesem Spiel hier, wo dann doch diese Fahrphysik immer sehr gewöhnungsbedürftig ist. Muss aber nicht unbedingt heißen, dass sie schlecht ist. Von daher habe ich mir überlegt, im Prinzip ist es mir jetzt egal, was ich für eine Platzierung hier hole. Ich kann auch gerne Vierter werden. Hauptsache, ich zeige euch alle Strecken. Und nur, dass ihr das mal so gesehen habt dann. Und ich habe jetzt nicht den Ansporn, im LP alles Gold zu holen. Das mache ich einfach offline, immer zum Streckeneinfahren. Sind ja auch nur noch der Part jetzt. Und dann noch der Spezialcup. Den will ich euch auch noch zeigen. Und ja, dann könnte ich noch, weiß ich nicht, den, wenn es sich anbietet, den Zeitfahrmodus, den Time Trial zeigen. Muss ich mal schauen, ob ich Bock habe, da was aufzunehmen oder nicht. Werde euch da auch benachrichtigen, vielleicht auf Twitter, Facebook, sowas. Jedenfalls sieht es jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Die Strecke ist auch gar nicht mal so schwer. Dieser, Koopa Beach oder Cheap Cheap Beach, sowas. Und ja, dass ich Erster werde, muss ich schon sagen. Es überrascht mich zwar jetzt nicht an sich, weil in den letzten Versuchen bin ich da auch immer Erster geworden, aber was mich diese verschiedenen Versuche gelehrt haben, das ist vor allem, dass selbst wenn man drei oder auch nur zwei Strecken gewonnen hat, man darf sich niemals zu sicher sein über seinen Sieg, weil ganz einfach dieser Modus, dass wenn man nicht Vierter wird, dass man dann direkt sozusagen ein Leben verliert und das ganze Rennen nochmal fährt, das ist wirklich extrem hart. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich mag das Spiel wirklich. Also so, wenn man sich einmal eingefahren hat, muss man sagen, es ist schon ein guter Funracer. Klar, die Qualität ist noch nicht so gut wie vielleicht bei Mario Kart Wii oder 8 oder so. Oder bei Forza Horizon, aber ich finde, mit diesem Mode 7 und dieser, ja, wenn auch gewöhnungsbedürftigen Drifttechnik, irgendwann gewöhnt man sich dran und dann macht das Spiel auch Spaß, gerade wegen dieser frustenden Momente. Mag sein, dass ich das alles schon mal erzählt habe, ich erzähle es trotzdem nochmal. Ja. Aber was mir extrem aufgefallen ist, ist dieses, wenn man Gegner rammt, dass man dann eine Münze verliert. Und das wäre per se nicht so schlimm, wenn man nur eine Münze verliert. Aber was das wirklich Blöde ist, wenn man dann einen Gegner berührt, wenn man keine Münzen mehr hat, vielleicht kommt es in diesem Rennen noch dazu, dann ist das wie ein Item-Treffer sozusagen. Und das nervt Tatsache dann doch ein bisschen extremer, gerade weil man oft mit Gegnern in Berührung kommt. Gerade bei sowas wie Überholmanövern lässt sich das beinahe nicht vermeiden. Okay, vielleicht für so einen Noob wie mich lässt sich das nicht vermeiden. Vielleicht für den Overpro ist das drin. Aber gut, dieses Let's Play soll ja auch nicht dem Skill dienen, ne? Und ich bin schon wieder Erster. Also, ja, aber wie gesagt, man soll sich auch nicht täuschen lassen von solchen Ergebnissen. Also, nur weil man Erster ist, ich hab mich ja auch eingefahren jetzt, das muss ich ja ehrlicherweise zugeben, in den Strecken. Also einigermaßen kann ich sie schon fahren, sage ich mal. Sie ist mir nicht mehr fremd, diese Strecke. Und das hilft einem dann doch extrem. Wobei man sagen muss, selbst wenn man so eine Strecke 7 oder 6 Runden, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel man mal fährt, ich glaube 5 Runden, genau, die man auf so einer Strecke fährt, aber danach weißt du trotzdem irgendwie nicht, wie der Kurs geht oder was als nächstes kommt, so wirklich. Das mag an der Grafik, Mode 7 2D-Technologie liegen, könnte aber auch daran liegen, dass man sich einfach
auf so viele Sachen konzentrieren muss, die ganze Zeit und vor allem auf diese überaus merkwürdige Kurvenphysik und alles. Und gerade das macht das Game so anspruchsvoll und ja, meiner Meinung nach auch gut, denn Funracer werden mit der Zeit immer und immer und immer einfacher, außer wenn man jetzt gegen Real-Life-Gegner, also Personen, spielt. Da kann es durchaus nochmal in jedem Funracer ziemlich spannend werden. Habe ich hier noch nicht probiert. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor, hier nochmal ein Together draus zu machen. Ganz einfach. Ja, es ist mir ehrlich gesagt zu alt, das Spiel, für so einen guten Multiplayer. Ich finde, sowas kann man mal alleine genießen. So ein Klassiker sich mal reinziehen. Mal sehen, vielleicht noch irgendwann F-Zero oder so. Aber so für das ganz große Entertainment weiß ich nicht, ob es da ausreicht. Jedenfalls, ja, dieses Game hat schon so seine Vorteile. So, und schon wieder bin ich Erster geworden, im Übrigen. Also, jetzt beginnt es langsam ganz gut zu werden. Wir haben 9 Punkte Vorsprung. Ja, das bedeutet, wir können auch noch einmal Vierter werden und wenn Yoshi Erster wird, haben wir trotzdem noch einen Punkt Vorsprung, weil man eben auf dem vierten Platz einen Punkt bekommt, auf dem ersten Platz 9 Punkte, auf dem zweiten Platz 6 Punkte und auf dem dritten 3. Und ja, wenn man schlechter als Vierter wird, dann kriegt man nicht nur keine Punkte, sondern wie schon gesagt, ich glaube des Öfteren, kriegt man sozusagen einen Death sozusagen angezeigt. Und wenn man hat 3 Leben sozusagen, also 3-mal kann man verkacken. Und danach ist Schluss. Oh, und das war mein erster grüner Panzertreffer. Oder ich weiß jetzt nicht. Ist ein bisschen länger her, dass ich die anderen Parts aufgenommen habe. In der Zwischenzeit auch nicht privat gezockt. Da habe ich dann doch lieber Mario Kart 8 oder so. Ach ja. Ah ja, und jetzt versuche ich hier so meine Runden durchzufahren. Wie gesagt, Goldpokal nicht die Intention jetzt bei den Läufen, sondern einfach Strecke zeigen und so, damit ihr einen Eindruck kriegt von diesem alten Klassiker. Für nichts anderes soll ja auch dieses LP hier gut sein. Ist halt mal sowas für zwischendurch sozusagen. So, und bisher sieht es wieder ganz gut aus. Wir haben jetzt die vierte Runde. Genau, der Twomp vor die Nase. Und das ist schon mal ganz gut, dass wir hier in Führung liegen, weil gerade wenn man in die letzten Runden kommt und man ist Achter oder so. Oder gibt es nur 7? Nee, man ist Achter. Und dann hat man doch nicht so viele Möglichkeiten, nochmal nach vorne zu kommen, wenn es auch möglich ist. Aber gerade durch dieses System, wo man mit jedem Gegner bei jeder Stelle immer wieder aneinander gerät und man immer wieder von seiner Ideallinie gedrängt wird, ist das dann doch sehr stressig. Also die Strecken an sich sind nicht so schwer, aber gerade dieses Hitten mit dem anderen Gegnern, wo man dann wirklich meterweit weggeschleudert wird, das wirft einen echt aus der Bahn und auch manchmal sogar aus der Fassung. So. Hier sind wir zwar nur Zweiter geworden, konnten aber trotzdem unseren Vorsprung nicht ausbauen, aber zumindest haben wir nicht viel eingebüßt, nur 3 Punkte. Sind jetzt wieder, unser Vorsprung ist nur auf 6 Punkte ausgebaut. Und ja, das ist auch schon das letzte Rennen in diesem Cup. Steht ja da Final Round soll das sozusagen sein. Und ja, eigentlich mit 6 Punkten Vorsprung könnten wir Dritter werden. Und dann wären wir ja punktgleich mit Yoshi, aber das Game hat die Gnade, uns dann trotzdem einen Sieg zu gönnen. Aber ich glaube, das wurde sogar schon mal ausgenutzt im LP, glaube ich. Als wir dann punktgleich waren, wer auch immer, und ich dann trotzdem den Goldpokal bekommen habe. Ja, und solange ich jetzt nicht schlechter als Vierter werde, bin ich ganz zufrieden mit dem Cup, ehrlich gesagt, weil ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sofort auf Anhieb hier mit Kommentation, mit dem Ganzen, nach meinen ganzen Versuchen, ich direkt nochmal so ein gutes Ergebnis fahre. Bei den Silberpokalen müsste ich meiner Meinung nach sicher haben. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Ein bisschen zu weit nach links eingesetzt.
Trotzdem. Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. So, und die Kurven hier kann man mit ein bisschen Gewöhnung auch ganz gut fahren. Man muss halt manchmal vom Gas runtergehen. Ich gebe ja zu, ich nutze diesen Drift nicht. Aber ich finde, man kommt auch so ganz gut durch. Also bei Mario Kart 8 wäre es ja undenkbar, im Prinzip ohne Driften wo durchzufahren, fahren zu wollen. Aber hier geht das Tatsache ganz gut. Und es erinnert, wenn man jetzt mal von so einigen Physikschwächen aus absieht, dann doch eher an reales Kart, weil. Also reales Kartfahren. Denn dieses Driften, das ja, ist ja beim reellen Kartfahren auch eher hinderlich, als dass es hilft. So, und als Dritter kann ich leben. Also, wenn das bis zum Ende so bleibt, dann, ja, passt das. Haben wir den Goldpokal zweimal sozusagen geholt im Star Cup. Und das wäre very nice. Im nächsten Part gibt's dann den Spezialcup. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil wir dann die Rainbow Road zu sehen bekommen. Dieses Mario Karts. Und ja, ich habe ja das Remake schon von Mario Kart 8 gespielt. Und ja, ich bin gespannt, wie es sich denn so auf dem Original fährt. Und dann holen wir uns jetzt noch unsere Trophäe ab. Mit 39 Punkten vor Yoshi. Ach ja, schön. Aber hab ich doch noch im LP hinbekommen, den Goldpokal zu kriegen. Finde ich schön. Auch wenn es nicht meine Erwartung war. Trotzdem ist es doch ganz nice. So, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Von mir aus guckt euch auch andere Videos auf meinem Kanal an. Die sind von der Qualität mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Guckt in den Playlist mal vorbei und bis dann und ciao.